Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es schon um Season 3 von Diablo 4, die ja im Januar auf uns zukommt. Und es wurde wahrscheinlich geleakt, wann Season 3 startet. Zwar dauert das noch ganze 2 Monate, bis Season 3 kommt, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen von euch, der vielleicht zu Season 3, so wie ich auch, Urlaub nehmen möchte. Und da wäre es schon ganz gut, wenn man da vielleicht den Tag schon weiß, wann die nächste Season startet. Und das wird wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich nicht so sein wie von Season 1 auf Season 2, wo es ja ganz arge Probleme gab. Ich weiß nicht, wer dabei war, im Stream vielleicht sogar. Wir mussten da mehrere Stunden warten, bis wir überhaupt online kamen. Und wenn man einmal rausgeflogen ist, muss man sich wieder in der Warteschlange anmelden. Die Serverwartung hat extrem lange gedauert. Es gab Probleme mit dem Übertragen von dem Loot von der Season in Eternal und viele weitere kleine Probleme. Und deswegen geht man sowieso schon stark davon aus, dass das dieses Mal nicht wieder auf den gleichen Tag und vor allen Dingen nicht durch eine einstündige Wartungspause gelöst wird, sondern dass diesmal eine mehrtägige Pause dazwischen sein wird. Und zwar wurde auf der BlizzCon, die hat ja letzte Woche am Wochenende stattgefunden, ein Screenshot gezeigt, dass die Season angeblich am 26. Januar enden würde. Wir wissen aber, die Season endet am 23. Januar. Das können wir hier oben ganz gut sehen. Und wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass die Season am 26. Januar endet, sondern am 26. Januar startet. Es wurde auch schon ein Livestream angekündigt für den 23. Januar, für Ende der Saison. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Saison verlängert wird. Mehr Sinn macht es natürlich, dass der 26. Januar, das wäre auch ein Freitag, dass dort die Season startet. Wenn ihr mich fragt, das klingt auf jeden Fall logisch, der Season-Übergang von 1 auf 2 war so holprig, das wird Blizzard sich bestimmt nicht wieder antun. Das wird sonst nur wieder zu einem Shitstorm führen, weil alle Leute rein wollen ins Game und nicht rein können. Allgemein, falls es doch dazu kommen wird, dass der Patch kommt und von Season 2 auf 3 am gleichen Tag in einer Stunde stattfinden wird. Mein Tipp an euch, ladet euch auf gar keinen Fall das Update sofort runter, sondern wartet. Weil wir hatten beim letzten Mal extreme Probleme. Alle, die das Update hatten, konnten nicht mehr online gehen. Und alle, die kein Update hatten, konnten immerhin schon in den Ewigen reingehen, sich die ganzen neuen Sachen anschauen und. Deswegen auf jeden Fall mein Tipp. Egal, wann die Season nun startet, ob jetzt am 26. oder am 23., wartet vielleicht ein paar Minuten mit dem Update, seid nicht die Ersten und schaut erstmal, wie das Feedback ist. Ich werde das Ganze bestimmt auch wieder livestreamen, wenn ihr dabei sein wollt. Schaut auf jeden Fall bei Twitch vorbei, würde mich sehr freuen. Ansonsten würde mich natürlich wie immer eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, es wird am 23. die Season starten oder vielleicht erst am 26.? Habt ihr da schon irgendwas geplant? Ich weiß ja, dass der ein oder andere, so wie ich auch, da vielleicht Urlaub nimmt. Also, wenn die Season am 23. endet und erst am 26. startet, dann wird das für uns wieder in Deutschland 19 Uhr sein. Da muss man vielleicht keinen Urlaub nehmen. Aber vielleicht hat der ein oder andere schon überlegt, den 24. Urlaub zu nehmen oder dort den ganzen Tag die Nacht durchzumachen oder so. Deswegen müsst ihr vielleicht gar nicht. Eventuell startet die Season erst am 26. Deswegen haltet da noch die Füße still, bis wir das offizielle Startdatum haben. Aber laut Leaks, laut Datamine, laut BlizzCon wird es wahrscheinlich der 26. Januar. Behaltet das im Hinterkopf. Würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Sag bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.